Es gibt kein Jetzt, es gibt eine Zukunft, eine Vergangenheit, eine Gegenwart, alles ist in jedem Ton präsent. Im Haus meiner Großeltern, das ist ein sehr mystisches, großes altes Haus war, und auf einem Dachboden habe ich eine Gitarre gefunden. Und dieses Instrument hat mich einfach fasziniert. Da waren nur drei Saiten drauf. Irgendwann später wurde es für mich so selbstverständlich, dass ich immer weiter mit diesem Instrument blieb und das so eine Ausdrucksform für mich wurde mit Musik und dieser Gitarre. Klassischen Gitarre habe ich ganz wesentliche Anregung, Inspiration und Vertiefung gefunden durch Oscar Gilia, der eben auch eine Art hat, Musik zu betrachten, jenseits der Kategorien von Klang, Dynamik, Tempo. Wünschen sich alle den großen, runden Ton. Und es gibt dann Meister, die einem verraten können, wie man den großen, runden Ton findet. Das Problem bei dieser Art Meistern ist oft, dass jeder Ton groß und rund klingt und die Magie auf der Strecke bleibt. Und man hat dann ein Foto, wo alles scharf ist. Also die Dinge, die weit weg sind, sind scharf, die nah dran sind, sind auch scharf. Und wenn man aufs Foto schaut, dann sieht alles gleichmäßig scharf aus. Man weiß aber nicht mehr, ist was weit hinten, ist was weit vorne. Wie gibt es Nebel in dem Bild? Gibt es Unklarheiten, die den Blick verschärfen? Also das Tolle sind ja die Schattenseiten oder die mystischen Dinge, die den Blick verschärfen. Der war lange in russischer Kriegsgefangenschaft und war sehr nervlich, sehr empfindlich, speziell gegen alles, was irgendwie laut und irgendwie Störpotenzial haben konnte. Dann konnte er nicht sehr gut mit umgehen. Und es war dann gut, wenn man für sich als Kind, für sich selber so eine Rückzugsmöglichkeit hatte. Und das war bei mir Gitarre. Ich habe mich dann in mein Zimmer verzogen mit der Gitarre und war da, habe dann Raum und Zeit vergessen. Meine Eltern hatten eine Schallplatte in ihrem Schrank von Julia Bream. Zufälligerweise. Und da spielte er ein Stück, das mich total fasziniert hat, nämlich Choro Nummer 1 von Villa-Lobos. Diese Art, wie Green das spielte, so rhythmisch federnd, spannend mit so einem gewissen Schmäh, das hat mich fasziniert. Und ich habe das wirklich geschafft, also im tausendmaligen Hören, mir dieses rein vom Gehör her und vom Suchen der Töne auf dem Griffbrett der Gitarre, das irgendwie selbst beizubringen.
in der klassischen Musik das Dirigieren ist ja nicht mal ohne Grund so, dass man nicht lauter Einsen dirigiert, sondern eher sagen wir in einem Viertel-Vierteltakt hat man die 1, die 2, die 3, die 4. Und die 1 ist was, wo wir zu Hause sind, wo wir ein Gewicht haben. Und die 2, die eröffnet einen Raum. Mit der zu 2 gehen wir von der 1, wir gehen ganz auf die eine Seite und dadurch, dass wir auf die Seite gehen, eröffnen wir einen Raum. Und durch diesen Raum schreiten wir hindurch bis ganz zur anderen Seite. Und da hier die Bewegung auch. Und dann wollen wir irgendwie zum Ziel, aber um gut zum Ziel zu kommen, bewegen wir uns auf die 4 ganz nach oben. Und schaffen dann die Energie, die uns wieder hineinfallen lässt in den Punkt, wo wir zu Hause sind. Sehr schön. Und dann, mein Studium war auch bei einem Lehrer. Ich habe mir gar nicht den Lehrer ausgesucht, weil ich wollte ja sowieso nicht Gitarrist werden. Und der Lehrer war aber für mich nachher, stellte sich heraus, ganz gut. Der Eike Funk hieß mein Lehrer, hat mit mir sehr viel gearbeitet über Charakterisierung, über Stimmführung, über harmonische Gesetzmäßigkeiten, also ich habe viel erfahren in der Schönheit eines polyphonen Stils. Weil das war ein Lautenist, der gar nicht Gitarre spielte und sich mit alter Musik beschäftigt hat. Er hat zweimal im Semester einen Schrank geöffnet mit einem Schlüssel. Da drin war ein verstaubter Koffer und daraus holte er eine Barocklaute und zeigte mir dieses wunderbare Instrument und spielte dann mal so 3 Akkorde, sehr atmosphärisch. Und packte das Ganze wieder weg. Das waren die einzigen Male, in denen ich meinen Lehrer spielen hörte. Also. Ja, das ist fantastisch. Ja. Sehr gut. Also für Werte zu entscheiden. Nicht einfach so eine Grenze zu ziehen bei meiner Vernunft. So, ich finde das wunderbar, dass ich zu tun habe mit jungen Menschen, die auch in solche Richtung entscheiden, ihr Leben verbringen zu wollen mit einer Dimension jenseits von dem alltäglichen Existenzkampf. Und dadurch lerne ich für mich selbst auch viel mehr, als die bei mir studieren, als sie glauben. Also ich lerne mal mindestens so viel wie die auch. Und das ist einfach ganz wunderbar. Also das Unterrichten ist eine voll ausfüllende, schöne Aufgabe. Eines der wenigen Dinge, die man nicht nach Geld bemessen muss und die man nicht einordnen muss in ein System, die irgendwie Musik ist jenseits von Kategorien, mit denen wir uns dauernd beschäftigen und es ist gerade etwas, das wir nötig haben, dass wir uns beschäftigen mit einer nicht greifbaren, messbaren Seite des Lebens und doch die meisten Emotionen, die wir haben, spielen sich in diese Richtung ab. Das ist einfach wunderbar, wenn man die Möglichkeit hat,
sein Leben mal in erster Linie damit zu verbringen, mit Musik zu kommunizieren oder mit Menschen zu tun zu haben, die auch Musik lieben. Und also es bringt ja viel Gutes und wenig Böses in die Welt.